Du siehst richtig gut aus. Geil, so. Lass mal ausgehen. Hey Leute. Hi. Ich habe heute mal das Format Girl Talk von der Mona geklaut. Aber mit ihrem Einverständnis, weil auf ihrem Kanal ist nämlich heute auch eine Edition des Girl Talks online gegangen. Den könnt ihr euch auch gerne ansehen. Auch mit anderen Magnolias. Ich habe nämlich heute auch die Kati von The Beauty To Go hier und die Kisu. Ich verlinke euch ihre Kanäle auch mal in der Infobox. Und wir reden heute über das Thema, wie komme ich einem Jungen näher? Oh, ganz schön schwierig. Ja, ist gar nicht so einfach, aber mein Tipp wäre zum Beispiel schon mal, dass man einfach wirklich sich traut, den Jungen anzusprechen. Ihr müsst ja nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen und sagen, du siehst richtig gut aus. Geil, so. Lass mal ausgehen. Sondern sprecht ihn einfach mal an, vielleicht über ein Hobby. So, spielst du nicht auch Basketball? Oder ich möchte vielleicht auch gern so gut Bilder bearbeiten können wie du. Was für ein Programm benutzt du? Und da kann man vielleicht über so Hobbys ganz leicht an den Typen rankommen und sich auch so ein bisschen, ja, dann vielleicht bei dem imponieren. Genau, aber pro imponieren. Die Jungs finden das immer total toll, wenn sich Mädchen irgendwie so über technische ja. Sachen unterhalten können, sich da einfach irgendwie für interessieren. Zum Beispiel, ihr seht, dass der Junge zum Beispiel ein Samsung Galaxy S4, keine Ahnung, wie die alle heißen, aber dann geht ihr da hin und sagt, oh, ist das neue Samsung oder irgendwie so. Mal erklären, wie das funktioniert. Ja. Was kann das denn jetzt Neues, Tolles? Ist die Kameraqualität gut? Oh, hat die jetzt etwa 10 Megapixel? Keine Ahnung. Irgendwas. Einfach Interesse zeigen, genau, einfach, auf einen zugehen. Genau, einfach genau. Technische Sachen finde ich einfach irgendwie total toll. Ja, und wenn ihr den dann gerade wegen dem neuen Handy ansprecht, dann können die auch ganz stolz die neuen Funktionen auf dem Handy zeigen und das finden die bestimmt auch total toll. Oder ihr könnt auch vielleicht im Freundeskreis mal ein bisschen nachfragen, was so seine Interessen sind und vielleicht über den Freundeskreis einfach mal zusammen alle was unternehmen und dann kann man da viel, viel besser an euren Schwarm rankommen. Ja, man muss ja nicht gleich alleine was mit dem Typen machen, den man mag. Man kann ja auch erstmal mit ihm und seinen Freunden was machen und überhaupt gucken, wie man sich versteht und dann ergibt sich das vielleicht dann irgendwie von... Ist das nicht ganz direkt allein? So dass es nicht so face-to-face ist. Ja, genau. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ja, gut, aber wenn man wirklich so ganz, ganz, ganz schüchtern ist, das gibt's ja auch. Ich persönlich hätte zum Beispiel auch schon ein bisschen Hemmung, selbst die Freunde anzusprechen. Ne? Also wenn man halt schon ein ziemlich schüchterner Typ ist, dann kann man natürlich auch auf Facebook einfach mal schauen, ob der Typ da angemeldet ist und vielleicht einfach mal einen Kommentar unter ein Bild setzen. Ja, ihr könnt ja nichts verlieren, wenn ihr den Kommentar unter sein Bild schreibt oder so. Was soll schon passieren? Entweder er antwortet gar nicht oder er antwortet halt irgendwas und dann habt ihr ja eigentlich nur gewonnen. Also oder er postet ein neues Bild von seinem brandneuen Handy und dann schreibt ihn an, cool, was kann das Handy? Ich habe mich auch überlegt, ein neues Handy zu kaufen. Irgendwas über seine Interessen auch schreiben. Genau, also ich glaube, so zusammenfassend kann man auch mal sagen, einfach nicht schüchtern sein. Wenn ihr einen Typen gut findet, dann traut euch ruhig, den anzusprechen. Ihr müsst ja wirklich nicht direkt sagen, dass ihr den süß findet oder so, sondern einfach mal mit ihm ins Gespräch kommen. Und dann was gibt's zu verlieren? Ja, ne? Dann ergibt sich vieles einfach auch. Genau, und das war's jetzt mit meinem Girl Talk quasi, oder mit unserem. Und ihr könnt einfach nochmal bei Monas Video vorbeischauen, das verlinke ich euch jetzt mal hier und in der Infobox. Und bei den anderen beiden solltet ihr auch mal vorbeischauen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag und ich glaube, wir alle wünschen euch einen Erfolg, tollen Tag. Ne? Genau, viel Erfolg. Ciao, ciao.